Chat, ich weiß nicht, was los ist gerade auf dem Server. Ich habe, also zu den Anfangszeiten hab ich die Meistermünzen verkauft für 1,2 Millionen. Alle anderen auf dem Server haben ihre Meistermünzen verkauft für 1,2 Millionen. Ich habe heute einen Shop gesehen. Er hatte Meistermünzen drin für 150k. Für 150k. Bruder, das ist. Da versucht einfach jemand, dieses Projekt zu sabotieren, habe ich das Gefühl. Weil, ganz ehrlich, wenn ich meine Meistermünzen für 150k verkaufen würde, dann, wir können es mal durchrechnen. 150k. Und ich kriege im Schnitt 25 Meistermünzen für eine Combo. So, und ich mache dann 5 Kombos. Das heißt, ich mache 18,75 Millionen, wenn ich alle diese Münzen verkaufen würde. Und habe allerdings ein Eintrittsgold von 7,5 Millionen. Das heißt, 11 Millionen mache ich in ungefähr einer Stunde. Da gehe ich, für 11 Millionen gehe ich eine halbe Stunde zum Seelenspot. Eine halbe Stunde am Seelenspot habe ich mehr. Wir verschwinden jetzt erstmal zum Seelenspot. Inventar ist ein bisschen leerer. Das heißt, wir gehen nach Egea. Und hier geht es jetzt zu Luine. Und jetzt werden wir erstmal ein bisschen am Seelenspot grinden. Das Doppel-Drop-Event ein bisschen genießen. Ja, leider geht das Doppel-Drop-Event oder gilt nicht für Gold. Am Seelenspot macht man ja wirklich viel Money, einfach durch Gold-Drops. Ich habe gar keine Beshi-Buffs, ne? Verdammt. 3 Tage später. Folgender Plan: Wir machen Monster-Combo! Chat, neue Woche, neues Glück. Wer hat Bock? Wer ist dabei? Monster-Combo! Ich habe tatsächlich Mondsteinkistenverkauf gekriegt. Ihr erinnert euch im letzten Stream? Wir können gerne nochmal eben schnell an den Marktschreier gehen. Oh, warte mal eben. Münze des Meisters. 300k. Das ist wirklich nicht normal. 300k. Mein Gott. Ich meine, wie kann man die Meistermünzen so dermaßen in den Keller hasseln, wenn die im Marktschreier für 1,2 Millionen drin sind? Wie kann man dann einen Shop aufmachen mit 300k oder mit 500k? Das war ja innerhalb von einer Woche, waren die Dinger ja irgendwie auf 300k runter. Naja, egal. So, Mondsteinkisten sind weg, verkauft. Und das heißt, das aktuelle Gesamtvermögen beträgt 207 Millionen,7. Wir gehen jetzt erstmal nach Juno. Combo ist durch. Wie gesagt, Dankeschön nochmal an alle da draußen fürs Mitlaufen. Wait, wie hast du mehrere LC-Instanzen offen? Einfach öffnen. Du darfst LC dreimal aufmachen. Absolut legit. So, das heißt, wir lagern ein. Die besagten 223, die in den Jackpot übergehen. Ne? Hoppala. Die zu viel ausgeschütteten quasi. Und damit sind im Jackpot wieder. Also wir müssen wieder Münzen verlosen. Wir sind schon wieder bei über 2000 Münzen. Holy. Okay, so. Die holen wir ab, die sind nicht verkauft worden. Und damit habe ich 560 Münzen, Chat. Ich würde sie ja wirklich gerne verkaufen. Sie sind halt für 400k drin. 400k. Da will ich sie wirklich nicht für hergeben. Wobei, wenn ich sie. Oder wenn ich jetzt ultra günstig wäre, ne? Für 350k. Was hatte ich gesagt? Wie viel habe ich? 560. Dann wäre ich bei 196 Millionen. Ich bin der festen Überzeugung, dass da mehr drin sein kann. Habe in dem Spielershop für 699 kk eine 97 plus 30 gesehen. Muss nur Glück haben. Ja, das Ding ist halt, ne? Ja, gut. Also es wäre prinzipiell möglich, ne? Ich hatte ja gesagt, entweder spiele ich den Char nur on-stream oder aber irgendwie, wenn ich irgendwas off-stream mache, dann würde ich da ein Video von machen. Und dann würde ich es quasi im Stream halt einmal abspielen, damit ihr auch, also damit es einfach hundertprozentig transparent ist und damit ihr das alles nachverfolgen könnt. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich da irgendwie mal in einem Spielershop was Gutes sehe, dass ich
ja, quasi ein Video davon mache, wie ich das kaufe. Das klingt absolut weird, Mann. Ich mache ein Video davon, wie ich das kaufe. So, als würde mir niemand glauben. Oh, soll ich euch was sagen, Chat? Genau das hier, ne? Oh, das ist... Also, hier hatte ich meine Schriftrolle des Ortes. Früher. Mit meiner allerersten Schurkin. Hier hatte ich meine Schriftrolle des Ortes. Und hier war der Spot, wo ich gekloppt habe. Hier habe ich so hart Seelen gegrindet. GG zu Level 50. Hier habe ich so hart Seelen gegrindet. Also, gewonnen hat der Name, den ich nicht aussprechen kann. JNXCS. Scam. Rigged. Richtiges Vorbild, Kappa. Macht es wie Felix, gewinnt eine Cash-Rente. Oder das. That's the way. So, ich sag jetzt, wie sonst auch immer, Yannix, keine Ahnung. Ich glaube, du hattest mir tatsächlich auch schon mal gesagt, wie man den Namen ausspricht. Ich habe es maximal vergessen. Sag mir doch mal bitte, auf welchem Server du spielst. Als allererstes. Schiebung. Und dann sagst du mir am besten einmal, welches Cover du haben willst, also für welche Klasse und welches Cover genau, welches du kriegst. Ein Glutschwert für den Titan. Ebenfalls ein Titan? Lol. Valtopia. Da kommt die gute alte J-Lo. So, und dann gibt's für den Titan. So, das war ein Glutschwert. Verschenken an den Metzger. Okay, so. Dann dir viel Vergnügen mit deinem 30-Tage-Cover.